mich ja schon ganz schön, also ich muss ja schon ganz schön mich konzentrieren, damit ich hier auf dem ersten Platz jetzt bin. Die haben halt sehr viel Leistung, die Motorräder, von denen an. Seht ihr ja hier, wie der mich ja überholt, ohne weiteres. Aber dafür haben wir in der Kurve ein bisschen mehr Vorteil. Sorry. Na, wieso kommt er da nicht rum? Schlenkt doch noch schön daher. Jetzt ist er natürlich wieder vor uns, ist gar nicht gut. Und es war auch schon die letzte Runde. Ja, Mist. Aber ich hab gelenkt, ihr habt's gesehen, das Bike wollte einfach nicht rumkommen. Noch zweiter, naja. Seiner Yamaha. Mhm. Oder doch noch ein bisschen schneller als mir. Na, ich wollte es mal so fahren, dass ich es auch mal gesehen habe, wie es so aussieht. Und es geht ja bis 430 Leistungspunkte hier und wir haben, glaube ich, bloß 420 oder so. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, das hier ist ein Zeitrennen. 418 Leistungspunkte haben wir. Zeitrennen ist eigentlich ganz cool. Dafür stellen wir einmal um. So. Und gleich geht's los. Jetzt. Hölle sind das hier vor Kurve, hä? Da muss er fast bis auf Null runterbremsen. Und das in 2 Minuten. Okay, ich probier's, aber versprechen kann ich natürlich nichts.
Jo. Was mich noch interessieren würde, hat schon mal von euch jemand Battlefield 1 gespielt? Multiplayer sowie online. Für PC natürlich. Das wird mich mal noch interessieren, wie das Spiel dann so ist. Und was ihr davon so haltet, von dem Spiel. Ob das eine Kaufempfehlung wert ist oder nicht. Und wenn ja, dann dürft ihr euch auch bald auf ein bisschen Battlefield 1 freuen. Natürlich nur, wenn es eine Kaufempfehlung wert ist, weil ich selber habe es noch nicht gespielt und ich kann nicht viel dazu sagen zu dem Game. Deswegen frage ich euch. Ob es was ist oder nicht. Ob sich der Kauf lohnt oder eher nicht. Mein Kanal besteht ja nicht nur aus Let's Plays, sondern ich habe den Kanal ja eigentlich gegründet für Modellbau. Modellbau-Freunde, aber daher das im Winter ein bisschen schlecht ist mit Modellbau, habe ich mir überlegt, könnte ich ja auch mal noch ein paar Let's Plays raushauen für euch. Kommen ja ganz gut an. Und ja, ich mache auch Unboxings auf meinem Kanal. Ich mache halt Videos, worauf ich gerade Lust habe, sage ich mal so, und was mir Spaß macht. Dazu mache ich halt ein paar Videos. Und wenn sie gut ankommen bei euch, warum nicht? Solange es mir Spaß macht und euch Spaß macht, ist alles in bester Ordnung. Wer das Spiel da hier hat, das Raid 2 für den PC, der kann mich auch gerne mal anschreiben, können wir mal eine Runde zusammenfahren. Oder auch gegeneinander. Wäre mal ganz cool. Auf den zweiten Platz zu machen, ja. Besser als auf den dritten Platz, würde ich sagen. Joa. Damit kann ich leben. Ich muss nicht unbedingt erster sein. So, dann haben wir das hier schon. Dann haben wir hier nochmal Naked Bikes bis 520 Leistungspunkte, aber ich glaube, da brauchen wir ein anderes dann, weil die fahren uns dann, glaube ich, da hier weg. Wir haben das ja jetzt schon voll aufgetunt. Deswegen schauen wir hier mal rein, was es da so gibt. Brutale 800er Dragster mit 492 Leistungspunkten. 490 Leistungspunkte. Street Fighter 489 Leistungspunkte, nur Ducati. Die sieht natürlich richtig geil aus. Monster S4RS Tricolor oder wie das heißt, mit 488 Leistungspunkten. Eine Rival 800cc, okay. Speed Triple R. Aus den USA, eine Triumph. Nochmal eine Triumph. KTM Superzug, 990er. Mit 480 Leistungspunkten. Wäre natürlich auch mal was. Aber die hier sieht einfach brachial aus.
VR6 Black Edition aus Deutschland von 2016. Das wäre natürlich auch mal was. Boah, die hier ist auch nicht schlecht. Ist auch eine Ducati. Eine R1200R. BMW. BMW wäre natürlich auch mal richtig cool von 2015. Mit 473 Leistungspunkte, okay. Was haben wir noch so? Eine Kawasaki Z1000. Eine Honda CB1000R. Okay. Sieht natürlich auch geil aus mit den goldenen Reifen, also hier, den goldenen Felgen. Das macht schon was her. Eine Yamaha MT-09. BMW, wieder eine deutsche, mit 467 Leistungspunkte. Ja, die haben schon schöne Motorräder hier drin. Eine Ducati. Hypermotorrad SP, okay. Kawasaki Z800. Ach, die ist von 2015 und die ist von 2014, okay. Ein Suzuki GSR 750. CB600F Hornet. Noch ein Hornet. Kawasaki ZRX 1200. Gibt's schon schöne Motorräder. Aber die gehen wir ja alle zu weit runter dann vom Leistungsindex her. Wir brauchen ja schon ein bisschen was mit Bums. Das wäre natürlich was, ja, die Street Fighter. Ducati. 133,3 PS. Gewicht. 169 Kilogramm. Die wiegt halt auch ein bisschen was. Oder die da hier, 126,2 PS, die 990er Superzug KTM, 186 Kilo. Die hat 480 Leistungspunkte. Kilo, 186, also die ist sogar noch leichter, da hier, die Ducati, und ich glaube auch, wir nehmen hier die Ducati, weil die sieht einfach brachial aus, und ja, können Sie uns ja mal im Showroom angucken. Boah, geil. Guckt euch dieses Bike an, Leute. Also ich finde, die ist Hammer. Ja, schon mit den zwei Auspuffen hier und oh, richtig cool. Sehr schönes Design.